Tut mir leid, dass Sie warten mussten, Mr. Flores. Ich habe jetzt Zeit für Sie. Zeit? Zeit wofür? Aber, kein Grund, nervös zu werden. Nervös? Nun, es ist Ihr Aussehen, Sie. Naja, Sie wirken etwas beängstigend. Beängstigend? Ich? Aber ich bin Ihr Freund. Gestatten, Manny Calavera. Ich bin Ihr neuer Reiseberater. Ich will keinen Reiseberater. Ich will nach Hause. Haha, Sie können nicht nach Hause. Sie sind tot. Aber Sie sind nicht allein. Jeder ist hier genauso tot wie Sie. Deswegen nennen wir es auch das Reich der Toten. Sind Sie bereit für Ihre große Reise? Nein! Welche Reise? Die Vierjahresreise der Seele. Ein langer Trip. Und ich will ehrlich sein, Celso. Es kann sehr, sehr gefährlich werden. Es sei denn, Sie kaufen sich von dem Geld, mit dem Sie begraben wurden, ein besseres Reisepaket. Ich meine, würden Sie nicht gerne im eigenen Sportwagen durch das Totenreich fahren? Oder wie wär's mit einer Kreuzfahrt? Wenn Sie zu Lebzeiten ein guter Mensch waren, so könnten Sie sich sogar für ein Nummer 9-Ticket qualifiziert haben. Nummer 9? Der Neuner ist der Express. Er benötigt nur 4 Minuten statt 4 Jahre für die Strecke von der 9. Unterwelt ins Reich der ewigen Ruhe. Allerdings kommen nur die wenigsten dafür in Frage. Schauen wir uns mal Ihre Akten an. Nun ja. Leider haben Sie die Qualifikation knapp verpasst. Aber wir haben dennoch ein paar Asse im Ärmel. Jaha! Das wäre das Ticket für die Excelsior-Linie. Ach, ist sie nicht schön. Und der Kompass im Griff wird bestimmt recht nützlich sein. Eine tolle Reise. Ich wünschte, ich dürfte gehen. Warum tun Sie es nicht? Sie könnten mich mitnehmen. Oh, ich kann hier erst weg, wenn ich meine Schuld abgearbeitet habe. Sozialstunden, was? Naja, schätze, es gibt Leute, die schlimmer dran sind als ich. Oh, ich komme noch früh genug hier raus. Aber wohl kaum durch so armselige Kunden, die keine Provision bringen wie du. Hey Manny, der Boss meint, du möchtest heute Abend nicht zu früh gehen. Er will irgendwas mit dir besprechen, wenn er wiederkommt. Sag Don, er soll sich entspannen. Ich gehe nirgendwo hin. Schon gar nicht mit Kunden wie dem da. Wo holen die diese Typen nur her? Die qualifizieren sich für nichts. Ich kann ihnen nichts Gutes verkaufen, bekomme meine Zeit nicht rum und hänge hier fest. Dazu verdammt, Wanderstücke an Idioten zu verteilen. Ich brauche bessere Klienten. Einen Heiligen. Einen reichen, toten Heiligen. Und da kommt was. ¿Qué es esto? Ja, da sind wir auch, liebe Leute. Ja, das neueste Projekt ist ein echter Klassiker, wie man an Grafik erkennen kann. Grim Fandango von LucasArts. Im gleichen Macher wie Monkey Island. Da können wir uns ja schon mal sicher sein, das wird eine tolle Nummer. Natürlich ist das nicht das Original, sondern die Remastered Edition, aber sonst wäre es ja auch nicht auf dem Computer spielbar heutzutage. Das ist eben das Traurige. Sieht aus, als hätte ich eine Nachricht. Ja, dann nimm sie mal. Das ist eine Art Arbeitsauftrag. An alle Mitarbeiter von Büroleiter Kopal. Hört zu, ihr Hohlschädel! Dankt eurem Glücksstern und schwingt euch in eure Autos! Eine Massenvergiftung steht an, Leute! Zu viele Tote, um sie einzeln zuzuteilen. Für alle gilt, wer zuerst kommt, senzt zuerst. Also, ich will da draußen ein wenig Action sehen! Ganz wie Sie wünschen, Chefchen. Ja, wer möchte das nicht gerne? Ach, eine Massenvergiftung, das ist doch immer schön fürs Geschäft. Über diesen Computer habe ich direkten Zugriff auf unser Verzeichnis der Verrotteten. Okay. Schauen wir doch mal. Da ist Celsos Akte. Der Spazierstock war noch zu gut für ihn. Na, wenn du meinst. Der arme Kerl. Das hebe ich nicht auf. Ach komm. Wer möchte nicht gerne einen ganzen Aktenschrank in seiner Tasche mit sich umtragen? Das sind Spielkarten. Okay, nimm mit. Ich stecke die Karten lieber ein. Es scheint wieder einer dieser Passionstage zu werden. Naja.
Ja, ich muss mich erstmal noch zurechtfinden. Die Bücher sind von meinem Chef. Sie sollen mich motivieren, wie man Eskimos Kühlschränke aufschwatzt. Oha, das muss ich lesen. Hab sie schon gelesen. Hat nichts gebracht. Na gut, wenn du meinst, dass nichts gebracht hat, dann kann ich auch nicht dran erinnern. Auf jeden Fall gut, dass wir die Spielkarten mitgebracht haben. Warnung, dieses Spiel speichert nicht automatisch. Bitte speichern Sie im Pausenmenü, damit Ihr Fortschritt nicht verloren geht. Okay, wenn der das schon extra sagt, dann sollte ich es lieber mal machen. Es war noch nicht so viel passiert, aber... Schau, was ist das? Dominos Tür ist verschlossen. Hat wahrscheinlich Bammel, dass ich eine seiner Akten klaue. Was übrigens keine schlechte Idee wäre. Danke, Manni, dass du uns auf Ideen bringst. Ja, hallo, meine Schöne. Wer sind Sie denn? Es ist Eva, die Sekretärin meines Chefs. Es ist Manny, der Prügelknabe meines Chefs. Nett. Buenos dias. Manny, warum bist du nicht bei der Vergiftung? Irgendwelche Nachrichten für mich? Außer der über die Vergiftung? Genau. Nur noch eine, Manny. Ich bin nicht deine Sekretärin. Ich nehme keine Nachrichten für dich an. Geht das denn nicht in deinen Dickschädel? Also leite nicht ständig dein Telefon zu mir um. Na gut, aber für mich hörte sich das gerade nach 4 Nachrichten an. Tief in meinem Herzen bist du noch immer meine Sekretärin. Manny, wovon sprichst du überhaupt? Ich war nie deine Sekretärin, nicht mal als du ganz oben warst. Ich habe nur einen Boss, genau wie du. Don Copal. Komm schon, ich weiß, dass du nebenher noch für einen anderen arbeitest. Was redest du da? Ich weiß, dass du manchmal Memos für Hurley schreibst. Ach, Manny, hau ab. Na, wieder viel zu tun? Ich hätte mehr zu tun, wenn du mehr Klienten hättest. Autsch! Ja, das ist echte Liebe am Arbeitsplatz, Leute. Und? Gehst du zur Weihnachtsfeier? Nach der Show, die du letztes Jahr abgezogen hast? Das lasse ich mir bestimmt nicht entgehen. Also ist das ein Ja. Wo sind denn alle hin? Oh, Manny, hast du vergessen, was heute für ein Tag ist? Oh nein, jetzt sag nicht, dass heute mein freier Tag ist. Es ist der Tag der Toten. Alle sind in der Welt der Lebenden und besuchen ihre Familien, wie wir es auch tun sollten. Ich hab Familie? Warum bist du heute nicht bei deiner Familie? Der Boss ist hier, also muss ich auch hier sein. Was ist mit dir, Karl? Es gibt keinen, den ich besuchen will. Und du willst nicht, dass Domino hier all die guten Aufträge abstaubt? Ist Domino hier? Er ist gerade bei der Vergiftung und schnappt dir die lukrativsten Aufträge weg. Oh Gott, das sollten wir uns echt beeilen. Naja, ich zieh dann mal Leine. Okay, aber pass auf, dass du dich nicht erhängst. Ja, das ist echte Kollegialität. Gut, dann schauen wir uns nochmal um. Klingt ja nach einem sehr knochenharten Job hier. Ja, wäre natürlich gut, wenn ich mich auskennen würde hier in diesem Laden. Abgeschlossen. Das gibt's ja echt nicht hier. Ah, der Ex-Chef unserer Behörde. Lange vor meiner Zeit. Ich habe gehört, dass er ein absoluter Sklaventreiber war. So, wer aussieht ein aztekischer Todesgott, also glaube ich das mal. Ja, ja, genau. Was denn? Bisher konnte man bei Lukas Arzt doch wirklich alles in die Hosentasche verstauen, also... Tu nicht so, als wäre das jetzt so unnormal. Okay, hier sind wir schon mal draußen. Da ist auch ein Auto, das nehmen wir uns einfach mal. Habe meinen Kran im anderen Jackett vergessen. Ach, Mann. Okay, da können wir schon mal nicht. Oh Mann, da ist sogar eine riesige Pinata. Okay. Mir gefällt nicht, wie dieses Auge mich ansieht. Kann man vielleicht drücken. Das hebe ich nicht auf. Hallo? Das ist doch verdächtig. Äh.
Hat sich da einer abgeseilt oder was ist hier los? Ja, wir probieren es mal. Yay! Oh Gott. Springen Sie nicht, Sir! Sag jetzt nicht, das ist Dominos Büro. Da frage ich mich echt, warum ist er da runtergeseilt? Etwa da hat Manni nicht mitgekriegt, dass er schon vorweg geht. Memo aus dem Büro von Don Copal. Hey! Aufträge werden ausschließlich von meinem Büro vergeben und sind nicht unter den Verkäufern austauschbar. Tausch, Verkauf und besonders der Diebstahl von Auftragsblättern zieht schwere Disziplinarmaßnahmen nach sich. Sind wir hier jetzt im Büro vom Boss? Ach du Schande. Was für ein Chaos. Ich würde Dons Büro ja gerne durchsuchen, aber ich komme zu spät zur Vergiftung. Ja, ich find's interessant, dass du hier einfach reinkonntest. Na gut, nicht übers Fenster, aber trotzdem. Ach, ihr Lieben. Ich würde Dons Büro ja gerne durchsuchen, aber ich komme zu spät zur Vergiftung. Okay. Don scheint seinen Computer so programmiert zu haben, dass er automatisch das Intercom beantwortet. Nett. Jetzt, Eva, habe ich eigentlich gesagt, dass ich nicht gestört werde. Wo es auch geht, es muss warten. Das muss warten, ich stecke mitten in einem wichtigen Meeting. Jetzt, Eva, okay. Um Himmels Willen, Eva, unterschreiben Sie es halt selbst, ich habe zu tun. Noch etwas ruhig? Sagen Sie ihm, dass die Schecks noch nicht da sind. Ich glaube, das wird mal interessant, dass Eva dann unterschreibt. Ich ändere einfach seine automatische Antwort. Um Himmels Willen, Eva, unterschreiben Sie es halt selbst, ich habe zu tun. Ja, Manni, der Mitarbeiter des Monats. Ja, gerade im Bürojob steht man manchmal auf dem Fenstersims von einem Hochhaus und fragt sich, sollte man springen oder nicht? Aber Manni ist ja schon tot, also wird das nicht bringen. Also gehen wir einfach mal runter. Lalalala. Da. Da ich dieses Jahr nicht richtig mitfeiern kann, spricht wohl nichts gegen ein bisschen Pan de Muertos. Ja, einfach mal ein Baguette klauen, kommt immer gut an. Der Kerl scheint ganz schön geschickt zu sein. Na du Clown? Hau ab, Lackaffe. Ich probiere was. Was probierst du denn? Dir den Hals umzudrehen. Wonach sieht es denn aus, du Depp? Hit. Kannst du mir auch was knoten, Kumpel? Ja, ich verknote dir alles, was du willst. Okay, das war ein netter Ausfall. Okay. Kann ich durch dein Zelt gehen? Ich möchte mir die Parade ansehen. Latsch durch irgendein anderes Zelt. Sehe ich aus wie ein Durchgang? Ja? Kannst du mir beibringen, wie man das macht? Naja, da du ein Anfänger bist, beginnen wir am besten mit einer ganz einfachen Übung. Was muss ich tun? Verpfeif dich. Ed. Peng! Ah, wieder einer geplatzt. Diese verdammten, knöchrigen Finger. Wette, du kannst keine Katze machen. Hast du eine Ahnung, Kerlchen? Ich kann alles. Ich kann Vögel, Amphibien, berühmte Persönlichkeiten. Los, sag was. Okay. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Du versuchst mich auszutricksen, was? Tata. Hä? Soll Sherlock Holmes sein? Verdammten knöchrigen Finger. Ja.
Naja, eine entfernte Ähnlichkeit ist vorhanden. Das kann ich nicht abstreiten. Die Kisten blockieren den ganzen Bürgersteig. Was, wenn jetzt ein Feuer ausbrechen würde? Okay, ich möchte es nicht wissen. Okay, also irgendwo müssen wir ein Auto finden. Naja, das Bild wird wahrscheinlich nicht helfen. Ah, hier geht's noch. Aha, aha. Ach, natürlich nicht. Ah, na gut. Gehen wir halt nochmal hin. Okay, da gibt's noch einen extra Fahrstuhl. Aha! Ja, das sehe ich doch mal. Kreative...